Juten Huhu und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von FIFA 19 Karriere mit Crew Alexandra. Heute Heimspiel gegen Bolton im Carabao Cup. Das wird nicht einfach, aber wir geben wie immer unser Bestes. So. Dann wollen wir mal. Egal. Wichtig ist, dass er im Spiel trifft und das hat er ja oft genug bewiesen. Und wir haben Regen. Unseren Zaubertrank. Ach komm, du hättest ruhig mit der Runkelrübe hingehen können, hätte ich nicht dagegen gehabt. Was macht er denn da? Mein Gott. Walter. Oder so ähnlich. Ja, Leute, ich wollte nicht gegen Bolton rausfliegen. Ich wollte eigentlich weiterkommen. Nur mal so als Tipp. Er denn hin? Oh, oh. Hui. Also, die fällt mir momentan gar nicht. Ja, ich wollte doch spielen. Warum spielt der denn nicht ab, verdammte Axt, ey? Mann, Mann, Mann. Los, Captain Kirk. Ja, richtig. Da prallt der Ball von ihm wie von einer Betonmauer ab. Herzlichen Glückwunsch, Programmierer. Ein neuer Grad der Dummheit. Ja. Mein Gott, ey. Natürlich geht dann der Abpraller immer zum Gegner. Wäre ja auch mal verwunderlich, wenn es anders wäre. Ja, richtig. Da macht er einen Ausfallschritt, obwohl er keinen machen soll. Was soll denn der Scheiß, ey? Hätte er den Ausfallschritt nicht gemacht, hätte ich den Ball. Komisch, der Gegner macht auch keinen Ausfallschritt. Natürlich kommt er da noch ran. Mann, Mann, Mann. Ja, na klar. Na, sicher doch. Ja! Ganz sicher. Ganz sicher.
ey, das ist einfach nur zum Kotzen. Also wenn man gegen höhergestellte nicht gewinnen soll, dann sollen sie draußen auf die Packung schreiben. Dann weiß man wenigstens Bescheid. Spielt im Carabao Cup oder gegen in anderen. Ja, nicht gegen Premier League Clubs, weil EA Sports möchte nicht, dass die gewinnen. Ja, dass die verlieren so rum. Und dann lässt man das nämlich auch direkt sein. Dann simuliert man das, freut sich. Hohe Niederlage, super. Zeit gespart. Nerven gespart. War doch nicht so ein Scheiß hier. Ja, na klar. Na sicher. Ey. Da wird gehalten, da wird gehalten und da wird natürlich nicht gepfiffen. Mann, Mann, Mann. Ja, na klar. Wäre ja auch Quatsch, wenn er vielleicht nicht rangekommen wäre. Und wieder genau auf den Torhüter, damit er auch ja nicht viel machen braucht. Ey Leute, das ist einfach nur absolut ermüdend. Und das ist genauso unwahrscheinlich. Natürlich. Ach Mann, ey. Der hat mich so ein bisschen an gestern. Und gestern hatte ich dann keine Lust mehr. Gestern beim Stream. Ja, na klar. Na sicher doch, ey. Er kann da theoretisch überhaupt nicht rankommen, aber macht es. Mein Gott. EA Sports Programmierer, die Magier ohne Show. Warum hielt der da nicht zum Ball, ey? Boah, das kotzt mich doch schon wieder tierisch an, ey. Natürlich kommt immer noch einer vorher an den Ball. Das sehe ich jeden Spieltag in der Bundesliga. Sehe ich das so. Pässe ankommen. Nö, nö, da kommt immer einer dazwischen. Immer. Das muss schon Standard sein. Mann, ey. Das regt mich auf. Und zwar richtig. So eine Schrottprogrammierung ist einfach. Ja, na sicher. Guck doch mal, was der plötzlich für einen riesen Antritt hat. Leute!
Ja, klar. Mann, ey. Könntest du wetten, hätte EA Sports nicht die ganzen Lizenzen, würde keine Sau mehr FIFA spielen. Bei so viel Schrott. Ist auch schön, dass der Torhüter keinen Fehler macht. Keinen Fehler. Nun sind die englischen Torhüter ja dafür bekannt, keine Fehler zu machen. Warum spielt der nicht ab, ey, verdammte Kacke? Leute. Na sicher, Elfmeterschießen. Herzlichen Glückwunsch. Ja, sicher doch. Und den hält er. Ja, der schießt vorbei. Auch schön. Und die Gegnerischen machen garantiert keinen Fehler. Halten tut Männer sowieso nichts. Und komm, sagt man das, macht er das. Wir sind weiter. Na gut. Ich habe mal ein Elfmeterschießen gewonnen, hätte ich nie im Leben gedacht. Trotzdem, gefallen hat mir das Spiel nicht. Ja, ich werde mir da mal so meine Gedanken machen, weil wir hatten gestern im Stream absolute Kacke. Es soll wohl neuer Patch gekommen sein mit angeblicher Gameplay-Verbesserung, wovon ich sowas von nichts sehe. Da braucht man sich auch nicht wundern, kriegt ihr das mal an hier. Guck dir das an. Das ist doch völlig beknackt, der Spielplan. Na gut, das nächste Elend gucken wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin, tschüss, euer Hightower.